im Sommer geschlossen. Neun Uhr, jawohl, gehen wir mal zu Gunther. Ich denke mal, dass Gunther der Schmied ist. Junge, bist du Gunther oder bist du nicht Gunther? Wo sehe ich denn das jetzt? Also, nehmen wir das mal in die Hand. Ne, das ist Clint. Gott, wer ist denn Gunther? Scheiße. Oh je, jetzt geht es los. Ich bin ein Cowboy und ich setze... Da ist er doch, Gunther. Ja, was macht er denn jetzt? Hat er sich das eingesteckt und ist jetzt weg, oder was? Hey Gunther, was ist los? Hey, was willst du damit sagen? Komm, jetzt red mal bloß. Ja, jetzt habe ich hier was. Archäologie, donate. Dann, ja, machen wir mal. Komm, hier. Das donaten wir mal zum Museum. Oh yeah. $250, wenn ich die ganze Zeit Quest erledige, dann kann ich, oh, ich geh jetzt aber mal schnell pullern. Bin mal kurz AFK, bis gleich. So. Ich hatte eben eine Nachricht bekommen. Steht bei dir im Buch. Bist du sicher? Ich muss mal kurz bei mir ins Büchlein gucken. Thank you.
Komm. So. Eine Mine lohnt sich jetzt gerade nicht. Da bräuchte mal wieder genug Futter. Was habe ich denn jetzt hier noch an Quests? Enter the Adventurers Guild. Wo sehe ich denn die Adventurers Guild? Hier kann ich auf jeden Fall rein. Ui, eine Doktorpraxis. Ist nur irgendwie keine zu Hause. Ist hier jemand? Was ist hier los? Hallo? Hallo? War gar keiner da. Ich konnte doch irgendwas Neues bauen, oder? Ah, hier. Copperbar. Quarz. Earth Crystal. Ich kann so einiges bauen. Guck mal, hierzu brauche ich zum Beispiel Copper und Coal. Ein Sprinkler. Ein Iron Bar. Iron Bar, ja cool. Dann mache ich meinen ersten Sprinkler. So, jetzt ist die Frage, habe ich überhaupt Kohle? Also wirklich Kohle. Die Voraussetzung, dass ich mir jetzt so eine Iron Bar mache oder so. Ich habe zwar Quarz, ich habe Amethyst, genau. Aber das war's auch. Ich habe gar kein Eisenohr. Nice one, na toll. Egal, dann machen wir ihn noch ein bisschen weiter frei. Was soll das denn? Ich glaube, das ist gerade Kohle mit runtergefallen. Und hier sind einige Gegenstände im Boden. Die müssen wir natürlich auch aufsammeln. Ich war sogar heute so weit, vielleicht sogar das Toro-Spiel wieder zu spielen. Dieses, was ich mir damals holen sollte, Kev. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Wo jetzt ja die offizielle Version rausgekommen ist und das Spiel weitergeführt wurde. Da war ich echt kurz davor, heute das nochmal anzufangen. Farmers Old Genesung.
Irgendwas muss ich hier bei mir in dieser komischen, möchtigen kleinen Mine auch machen können. Ich denke mal einfach, dass ich jetzt so ungeduldig bin. So. Okay, ein Blacksmith kann mir die Geode aufbrechen. Zwei oder mehrere habe ich schon. Ich kann jetzt bestimmt auch Schokoriegel herstellen, siehst du? Mach schon mal drei Stück. Die tun wir mal da rein. Den Rest tun wir erstmal in unserer Kiste. Die füllt sich mittlerweile auch ganz schön, die Kiste hier. Jetzt haben wir schon fünf Stück von den Geoden. Jetzt haben wir auch die Kohle. Hier nochmal den Futterriegel. Machen wir erstmal weiter, bis wir alles freigeschaufelt haben bei uns. Oh, die Erdbeeren sind fertig. Nice, und die wachsen noch weiter. Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann wird es, glaube ich, Zeit, jetzt erstmal Erdbeeren anzupflanzen, oder? Würde ja heißen, ich müsste gleich mal wieder in das Dorf. Aber zuerst latschen wir uns hier nochmal munter durch. Ich denke, bis dass wir da sind, wird auch der Laden aufhaben. Ansonsten gammeln wir einfach noch ein bisschen ab. Gucken wir, ob wir hier vielleicht noch ein paar Beeren bekommen oder was weiß ich nicht was. Oder auch nicht. Hey, cool, hier sind Blumen. Ich hoffe, der verkauft jetzt auch Erdbeersamen. Ansonsten haben wir ein kleines Problemchen. Sieht schlecht aus. Aber Aprikosen könnten wir pflanzen. Aprikosensetzling. Also das machen wir jetzt einfach. Das sind Kale Seeds. Nee, komm, reicht erstmal.
Jetzt habe ich die Blumen verkauft. Das wollte ich nicht, egal. Jetzt müssen wir gucken, den Baum einpflanzen. Wie macht man das dann? Muss ich da auch erstmal irgendwie. Nö, den kann ich wahrscheinlich so direkt einpflanzen. Sehr gut. Pass auf, dann machen wir es direkt hier neben dem Haus. Warum geht das jetzt nicht? Hallo. Da. Muss ich jetzt auch gießen? Keine Ahnung, mach ich einfach mal. So, und jetzt heißt wieder sparen. Sparen für andere Sachen. In der Zeit kloppen wir uns hier munter weiter durch unseren Garten. Unseren zukünftigen Garten, sagen wir mal so. So, noch ein paar Schokoriegel zwischen den Craften. Improved Soil Quality a little in the grow. Oh, wichtig, Scheiße hier. Haben sich die Tage oder hat man sich die Tage drüber gestritten, sage ich mal so. Da ist jemand zu jemand in den Stream gekommen, der den Tipp gab über MS Config. Unter Start, da gibt es einen Eintrag, wo du die CPU-Anzahl erhöhen könntest. Man würde sonst nur auf einen CPU standardgemäß laufen. Das hat man im Internet viele, viele Beiträge gefunden. Der eine sagt, ja, da bringt was, der andere, nee, und sonstiges. Ich sag ganz ehrlich, ich hab's noch nicht ausprobiert. Und ich würde auch gerne erst die Finger von lassen, weil ich so ein bisschen Bedenken davor habe. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich dadurch meine CPU-Leistung erhöhen könnte, ja, dann. Und es würde wirklich funktionieren. Ich hätte eine 100%ige Bestätigung. Dann hätte ich mein Problem, was die hohe CPU-Auslastung angeht, endlich geschafft. Das wäre natürlich nice. Wäre natürlich richtig nice. Wie gesagt, leider keine Bestätigung großartig im Internet gefunden. Ich kann noch ein Lagerfeuer machen. Und ich habe noch ein paar wilde Weizenkörner. Also wilde Saat. Mal gucken, was da rauskäme denn im Endeffekt. Die pflanzen wir einfach ein.
ganz frisch, so wie wir sind. So, machen.